Herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Tja, ihr habt es im Thumbnail gelesen, sprechen wir mal über Geld. Es wird Zeit, dass wir über Geld sprechen. Ich sage euch auch, warum es Zeit wird, dass wir über Geld sprechen. Ich habe in den letzten Jahren, ich würde gerade fast sagen, in den letzten 15 Jahren, und das haben viele von euch auch, festgestellt, dass viele Preise in eine Richtung gehen, die nicht mehr schön sind. Was Vespa-Roller mittlerweile kosten, sowohl in der Anschaffung, in der Instandhaltung, als auch bei Tuningmaßnahmen. Das hat mittlerweile ein Niveau erreicht, das es von Harley und anderen Oldtimern gar nicht mehr so weit weg. Ich würde fast sagen, wir haben mit dem Vespa-Fahren mittlerweile ein Niveau erreicht. Ich habe das vor ein paar Jahren oder vor einigen Jahren schon mal in einem der Videos gesagt. Vespa ist ein Hobby für Besserverdienende und für Gutgestellte. Und das wird es immer mehr. Und die Entwicklung in diese Richtung bereitet es mir Sorge. Ich war schwer zu sagen. Also ich bin da zwiegespalten. Aber lasst uns mal echt über Geld reden. Und lasst uns mal darüber reden, über was kostet eine Vespa? Was kostet eine? Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Eine Vespa PX. Was kostet eine Vespa PX? Und mich erreichen viele Anfragen und viele E-Mails. Ich habe mir gerade meinen Traum erfüllt. Ich habe mir meinen Jugendtraum erfüllt. Ich habe mir eine Vespa gekauft. Und ich habe mir eine Vespa gekauft, weil meine Kumpels Vespa fahren und. Der Einstieg in diese Vespa-Welt wird meistens immer irgendwie befeuert von diesem La Dolce Vita und Vespisti und wir fahren nach Italien, trinken Prosecco und Aperol Spritz und ein Espresso am Meer und fahren die Serpentinen rauf und runter. Das mag für eine gewisse Klientel mit Sicherheit so sein. Aber ich sag mal, für die Mehrzahl von uns ist das mit Sicherheit nicht der Beweggrund, Vespa zu fahren. Also ich werde den Teufel tun, mich an irgendeinen Aperol Spritz zu hängen und mit Burberry-Schal und Birkenstock-Sandalen auf einer cremefarbenen Vespa mit einer beigen Sitzbank zu fahren. In dem Fall, wenn ich das tun sollte, jeder, der mich sieht, darf mich mit Anlauf von der Karre treten. Hiermit genehmigt. Das ist so gar nicht meine Welt. Aber was nicht meine Welt ist, muss ja nicht schlecht sein. Es ist halt nur nicht meine Welt. Die Leute, die sich jetzt hier in diesem Video vielleicht persönlich angegriffen fühlen, so what. Ich kann leider nichts ändern. Ich weiß, dass dieses Video unter anderem Shitstorm-Potenzial hat. Aber auch da muss ich sagen, naja, wenn nicht der erste Shitstorm in meinem Leben, wird doch nicht der letzte sein. Von daher, I give a shit. Also kommen wir mal zu den Kosten und eiern wir mal nicht lange rum. Wenn wir über Vespa PX reden, und das ist ja tatsächlich das beliebteste Modell, womit man einsteigen kann. Lassen wir mal die ganzen Oldies weg. Die Preisentwicklungen gehen ja da sowieso in eine entsprechende Richtung. Ja? Also reden wir über PX. So, reden wir über, ich kaufe mir einen Roller bei mobile.de. So, ich habe mal bei mobile.de geguckt, ich werde gucken auf meinen schlauen Zettel, da kostet die billigste Karre, die billigste PX im Moment, ist eine PX 80, 1.999 Euro. Du weißt nicht, was du kriegst, du kannst nicht reingucken, es steht wie immer drin, also fährt super, ja, alle Vespas, die verkauft werden, fahren immer alle super, ja, sind renoviert und restauriert worden, neu lackiert worden, 300 Kilometer gefahren, müsste zwar nochmal neu eingestellt werden, aber super Moped. Oh, ich kann die ganzen Anzeigen gar nicht mehr lesen, weil da kriegst du Herpes, wenn du das liest. Weil du genau weißt, also ich weiß genau, viele von euch wahrscheinlich nicht, aber ich weiß genau, was du für eine Scheiße kriegst, wenn du solche Vespas kaufst. Die machst du nämlich auf und nimmst ein Drittel des Inhaltes vom Motor raus und schmeißt ihn gerade in den Müll, weil er nicht mehr brauchbar ist. Ist halt so, wenn die Karren 30, 40 Jahre alt sind. Also Illusionen hin oder her. Die billigste Karre liegt bei 1.999 Euro und die teuerste Karre liegt bei 9.000 Euro. Das ist eine PX 200 mit 18 PS. Und ich habe mir mal die Spezifikationen angeguckt. Da sind innerhalb des Motors die billigsten Komponenten verbaut. Eine Matsu-Welle, ein Scorpion-Auspuff. Also nice to have, aber leistungsmäßig und das ist Ende. Qualität der Bauteile, naja. Ein 80er, Entschuldigung, eine 30er PHB-Vergaser. Naja, Gott. Das kannst du mit dem 46 SI darstellen. Also da seht ihr, gerade auch diese Leute, die dann solche Roller verkaufen, die glauben tatsächlich, dass sie das goldene Kalb verkaufen und das schönste und beste überhaupt. Ich habe den Onyx verkauft für 7.000 Euro. Der Onyx war komplett neu aufgebaut, aus Neuteilen. Kabelbaum, Lackierung, alles. Der hat 7.000 Euro gekostet. Allein der Motor, der da drin war,
Wir kommen nämlich jetzt gleich als nächstes Mal zu den Motorkosten. Allein der Motor, der da drin war. Ja? Für alle da draußen, die glauben, Motortuning kostet nichts. Und gerade bei einer Vespa, Motortuning, ja, kann ja nicht viel kosten. Ja, was wird das denn kosten? Die meisten von euch wünschen sich immer so eine Geschichte von wegen 2.10er, Malossi Sport, Tourer und so weiter und so fort. Und die Basis mit den Motoren ist dann immer so, ne? Die macht man dann auf, wie ich gerade sagte, und ein Drittel kannst du schon mal wegschmeißen. Und wenn du dann vernünftige und gute Komponenten haben willst, sei es das Getriebe, sei es die Kurbelwelle, sei es die Kupplung, dann musst du halt das Portemonnaie aufmachen. Ne? So, und ich habe mal, und das zeige ich euch unten auch in der Infobox, versuche ich mal einen Link reinzusetzen, wo ihr diese quasi diese zwei Listen, ich habe mal zwei Listen gemacht. Ja, so. Zwei Listen im Sinne von 210 Malossi Sportmotor und 265er Quattrini Motor. Ja, das eine ist Brot und Butter Tuning, sage ich mal, bist du so bei 22 bis 25 PS und das andere ist ein Motor, den kannst du locker bis zu 45 PS aufpumpen. Reden wir mal über die Preise. Reden wir mal ganz hart über die Kosten. 210 Malossi Sport. Ich habe mal eine Liste zusammengestellt, was muss ich an Geld haben, um mir diesen Motor zu bauen. Und das sind Katalogpreise beim Scooter Center. Ich habe mich also ganz normal eingeloggt, habe eine Liste gemacht und habe geguckt, was kostet mich der Kram. So, und der Kram kostet mich ein 210 Malossi Sport 4.686,34 €. Wenn ich mir alle Teile für einen neuen Motor kaufe beim Scooter Center. 4.686,34 €. Die Materialliste ist 16 Seiten lang. So, 4.000, also knapp 4.700 €. Und dann hat euch den Motor noch kein Mensch gebaut. Also keiner hat sich die Zeit genommen, das Ding zusammenzubauen. Und idealerweise sollte den Motor jemand bauen, der Ahnung davon hat. Wenn er das nicht hat, könnte das die ein oder andere Verwerfung an der ein oder anderen Stelle geben und ihr kommt nicht weit. Ja, also könnt ihr locker, wenn ihr zu einer einschlägigen Werkstatt gibt, und da gibt es deutschlandweit viele Werkstätten, im Norden, Flying Classics, Zweiradscheune, im Süden und ein Blechrollerwerk, nur um mal so jetzt mal spontan die Jungs zu nennen, die mir jetzt spontan einfallen. Also es gibt gute Leute, die diese Motoren bauen können, die Ahnung haben, aber die haben halt soziale Verantwortung, weil sie Angestellte haben, weil sie eine Firma haben, weil sie ein Unternehmen haben und selber auch wahrscheinlich gerne was auf dem Butterbrot hätten, sodass sie Geld dafür nehmen müssen. So, da gibt es keine Tauschgeschäfte. Da kann man nicht sagen, ich komme und bezahle mit Luft und Liebe und schmeiß dir irgendwie viel Liebe in den Raum und du bist jetzt mein bester Buddy. Also sucht euch Leute, die die Motoren bauen können und dann kommt zu diesen 4.700 € von dem Malossi Sportmotor locker. Locker nochmal 1.500 € dazu. Und dann hat den Motor noch keiner abgestimmt. Das heißt, der Motor muss dann noch eingestellt werden. Auch das kostet Geld. Das ist einfach so. Ja? So, da, je nachdem, wo ihr hingeht, seid ihr da zwischen 200 und 500 € los. Ganz easy. Das dauert Zeit, das dauert Material, das dauert Strom, das dauert. Das kostet alles Geld. So, muss man einfach mal so sagen. Ja, und dann geht's weiter. Lass uns mal zu dem 265er Quattrini kommen. 265er Quattrini. Die Seite ist auch, oder beziehungsweise die Materialliste ist auch 16 Seiten lang. Ja? Ein Quattrini-Motor mit 35 bis 45 PS. Je nachdem, wie man ihn auslegt, welchen Auspuff man fährt, welche Steuerzeiten man benutzt. Also für alle, die jetzt glauben, sie hätten total Bock auf einen 265er Quattrini mit Kingwelle in der Reihen und auf einem neuen Malossi-Gehäuse. Und man sollte bei solchen Motoren schon auf gute Produkte zurückgreifen. Ansonsten bist du im Arsch, weil die Scheiße fliegt dir um die Ohren. Also für alle, die glauben, so ein Motor kriegst du für 2.500 €. Es tut mir total leid, euch enttäuschen zu müssen. Dieser Motor kostet, kann man das sehen, 6.850 €. Also um genau zu sein, 6.847 €. Teile kosten. Hat noch keiner geschraubt, hat noch keiner zusammengebaut, hat noch keiner eingestellt, hat noch keiner in den Roller gehoben. So, da reden wir über fast 7.000 € für einen Motor, für einen Vespa-Motor. Dem einen tut's weh, dem einen tut's nicht weh. Der eine kann sich das leisten, der andere sagt, für 7.000 €, da bezahle ich ein ganzes Jahr meine Miete in meiner Wohnung. Ja, so sieht das aus. Also, Motorenkosten zwischen 4.800 und 7.000 €. Seid ihr bei einem komplett neu aufgebauten Motor dabei. Solltet ihr jetzt natürlich kommen, ich habe ja einen Motor drin, kann man ja benutzen. Klar könnt ihr das benutzen.
Die Motoren sind in der Regel zwischen 20 und 40 Jahre alt und sind entsprechend verschlissen. Also ihr könnt natürlich sagen, ich nehme die Basis, ich nehme das alte Getriebe. Kurbelwelle funktioniert ja dann schon nicht mehr. Macht euch davon frei, dass selbst wenn ihr eine Basis habt, dass so ein Motor unter 2.500 bis 3.000 Euro zu bauen ist. Keine Chance. Wir müssen einfach der Realität ins Auge sehen. Das ist so. Ja? Und selbst wenn ihr hier oder da irgendwie die Möglichkeit habt, ein paar Rabatte zu kriegen oder was zu sparen, das Scooter Center macht ja auch mal Aktionen, ja, da sind vielleicht mal 10% drin. Ja gut, 10% von 4.800 Euro sind schon 480 Euro. Okay, das sind 500 Euro knapp. Da kann ich sagen, da hast du schon mal ein bisschen was gespart. Aber auf der anderen Seite schmeißt du diese 500 Euro schon wieder raus, wenn du irgendwie die Karre abstimmen lässt. Also, gespart hast du nicht. Es ist nur linke Tasche, rechte Tasche. So, jetzt geht's aber weiter. Jetzt hast du ja noch gar keinen Roller. Jetzt willst du ja noch einen Roller kaufen. Hatten wir eben gesprochen. Da bist du zwischen 1999 und 6.000, 7.000 Euro unterwegs. Gut, da hast du schon eine Basis, da ist vielleicht ein bisschen was getun. Aber ich habe auch eine PX150 gesehen, 70 Jahre Last Edition, bei mobile.de gerade eben, 6.900 Euro. Hey, gut. Und dann kommt für 6.000 Euro noch ein Motor dazu. Und dann kriegst du noch nicht mal eingetragen, weil das Baujahr nicht passt. Nächster Kostenpunkt, die TÜV-Gebühren. Wenn dein Baujahr passt, also das heißt, wenn dein Roller vor 1990 gebaut ist, dann oder beziehungsweise, Entschuldigung, vor 1989, dann bestehen gute Chancen, dass du das eingetragen kriegst. Wenn du einen TÜV-Prüfer hast, der das mitmacht. Leider sind die TÜV-Prüfer heute alle in einem Alter, wo sie sich mit Vespa nur bedingt auskennen. Das heißt, du musst also auf alteingesessene TÜV-Prüfer zurückgreifen können, irgendwo, die das Know-how haben, die sich damit beschäftigen, die sich damit auseinandersetzen, die auf einen gewissen Erfahrungshaushalt zurückgreifen können und im Rahmen einer 21er Abnahme das Ganze auch bestätigen können. Wenn du das im Rahmen einer 21er Abnahme mit einem Unternehmen machst, und da gibt es bestimmt die eine oder andere Werkstatt, die das anbietet, liegen deine Kosten zwischen 700 und 1500 Euro. Korrekt. TÜV-Abnahmen in diesem Umfang, wenn sie möglich sind, zwischen 700 und 1500 Euro. Da brauchen wir uns gar keine Nettigkeiten einfallen zu lassen. Keine Chance. Also da nochmal, denkt darüber nach, bevor ihr tunt, geht zu eurem TÜV-Prüfer und fragt, ob das überhaupt geht. Ansonsten greift ihr auf Standard-Tuning-Pakete zurück. Die gibt es ja bei einschlägigen Shops. Da besteht vielleicht die Möglichkeit. Aber dann musst du auch genau die Teile verwenden und darfst nichts anderes verwenden. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt hast du 25 PS oder 40 PS im Roller und hast vorne keine Scheibenbremse drin, sondern eine Trommel. Die Sicherheit und Bremsanlagen an Vespa PX-Rollern ist, gelinde gesagt, mehr so ein Schätzeisen, als dass es eine Bremse ist. Man vermutet, dass wenn man bremst, dass eine Bremswirkung einsetzt. Die setzt auch irgendwann ein. Erst taucht das Fahrwerk ein, dann setzt langsam aber sicher die Bremswirkung ein. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann schaffst du es auch, vor dem Hindernis zum Stehen zu kommen. Ja, also Bremsscheibenumbau vorne, Vorderachse, wenn du den Motor getunt hast, zwingend erforderlich. Ansonsten, das ist ja unterstützter Suizid. Ne? Also wer euch einen Motor baut mit 25 und mehr PS und ihr habt keine Scheibenbremse drin, müsste man euch mit dem Hammer durchs Dorf treiben, weil ihr die Scheiße gar nicht geankert kriegt. Das muss man einfach mal so sagen. Wer einen Standardroller mit 12 PS fährt, im Motor, ca. 8 PS am Rad, da kommst du mit der Bremstrommel noch einigermaßen um die Kurve. Aber das war 1985 schon scheiße und das ist im Jahr 2023 immer noch kacke. Machen wir uns nichts vor. Scheibenbremse muss also mindestens sein. Ja, und wenn du da eine Scheibenbremse einbaust, dann bist du ganz locker bei 1.000 bis 1.500 Euro. Nur bei der Scheibenbremse. Wenn du dann schöne Stoßdämpfer einbaust, ein vernünftiges Fahrwerk, zum Beispiel das BGM Competition Fahrwerk. Wenn du dann eine Vierkolben-Radialbremsanlage einbaust, zum Beispiel von BGM. Wenn du dann einen guten Vorderreifen einbaust oder ein Gummi, was, sagen wir mal, den Anspruch erhebt, auch den Kontakt zur Straße so herzustellen, dass es vernünftig ist. Ja? Dann reden wir über eine Spieglerleitung, dann reden wir über eine vernünftige Bremspumpe, die muss vernünftig montiert sein. Dann muss der ganze Kram entsprechend eingebaut, verlegt und entlüftet werden. Also, macht euch nichts vor, Scheibenbremsumbau vorne, 1.000 bis 1.500 Euro, easy, easy. So, das kommt alles noch dazu. Und dann haben wir schon Tausende von Euro in die Karre investiert. So, und dann kommt ihr noch auf die Idee, ihr wollt den Roller neu lackieren.
Okay, noch lackieren. Gerne, kein Problem. Wenn ihr einen Lackierer findet, der Bock auf den Kram hat, was ich in der aktuellen Situation, ich will ja einen Custom-Roller bauen, habe ich bei 2, 3 Lackierern hier im Umfeld mal angerufen und habe gesagt, hey, ich bin der Kevin und will gerne einen Custom-Roller bauen. Und dann haben die gesagt, schön, komm her, ich mache Grundierung, ich mache Klarlack und dann geh vom Hof. Bist du bei 1.500 bis 2.500 Euro. So reicht die Spanne. Die, die so günstig sind, also die um die 1.500 Euro verlangen, die wissen gar nicht, was das für eine scheiß Schleifarbeit ist. So, ich habe ja mal ein Video gemacht, ich versuche das mal einzublenden, der Scheunenfund. Ja, ich habe einen Roller gekauft für 1.500 Euro, einen 125er für meine Holde und habe den umgebaut. Und selbst ich habe am Ende über 5.000 Euro in die Karre investiert. So viel zum Thema, wir kommen billig zu einem Roller. Also wer glaubt, er könnte den Roller dann auch noch günstig lackieren lassen? Hey, wahrscheinlich, wenn du jemanden hast, einen Kumpel, einen Freund, eine Schwester, eine Onkel, eine Tante, keine Ahnung, irgendwer ist Lackierer und sagt, ich mache dir die Karre für 500 Euro. Diskutier nicht, geh hin, bezahl. Wenn er weiß, worauf er sich einlässt, dann ist es ein super Preis. Wenn er nicht weiß, worauf er sich einlässt, wird er spätestens nach dem Schleifen kommen und sagen, wir müssen über den Preis reden. Die Arbeit für 500 Euro bei aller Freundschaft. Und Lackkosten, also allein der Lack, wenn du den Lack kaufst, auf so einen Roller gehen, wenn du ihn gut lackierst, Minimum 2 Liter Lack drauf, Minimum. Und dann noch der Klarlack. Bist du allein bei Lackkosten von mindestens 400 Euro, 500 Euro. Machen wir uns nichts vor. Und wenn du dann noch so ein Idiot bist wie ich, der Bock hat, den Roller auch noch speziell lackieren zu lassen, glaubt ihr allen Ernstes, ihr kommt bei so einer Lackierung unter 3.500 Euro weg? Nein, machen wir uns nichts vor. Wenn der Lackierer dem Roller die Aufmerksamkeit schenken soll, die ihr erwartet, dann müsst ihr einfach Geld dafür bezahlen. Das ist so. Das ist eine handwerkliche Dienstleistung. Und einen Roller zu lackieren, muss man einfach sagen, ist bei den meisten Lackierern ungefähr so beliebt wie Fußpilz, weil du verdienst mit dem Kram kein Geld. Da machen die lieber 5 Autos, zack, große Flächen mit der Maschine geschliffen, gespachtelt etc., setzt ein Azubi dran, alles gut. So, beim Roller eben nicht. Ne? Da muss man auf vieles achten. Ja, und am Ende des Tages kommen dann die Summen zusammen. Ich versuche das jetzt nochmal hier irgendwie seitlich ein bisschen zusammenzufassen, was da an Geld zusammenkommt. So. Und dann kommt die ganz große Nummer, und das passiert auch bei mir häufig, dass mich Menschen anschreiben, die eine unfassbar geradezu kindliche Naivität besitzen und mich fragen, sag mal, was müsste ich denn für so einen Motor anlegen? Und dann frage ich die Leute, wer baut dir den Motor? Willst du nur Teilekosten wissen? Ich schreibe ja jedem gern auch eine Antwort zurück. Und dann sage ich denen per E-Mail, per WhatsApp, per Messenger, egal wo. Ich nehme mir die Zeit und antworte wirklich jedem. Und dann sage ich den Leuten, was die Preise sind. Ja? Und dann kriege ich Antworten wie, hast du Lack gesoffen? Bist du auf den Kopf gefallen? Bist du gegen eine Schleuse geschwommen? Was stimmt mit dir nicht? Mit mir stimmt alles. Das sind die Preise. Take it. Oh, leave it. Ich kann nichts dafür. Das kostet Vespa-Fahren. Das kostet der Spaß. So. Und dann muss ich leider noch dem einen oder anderen den Zahn ziehen von wegen, ihr kauft keinen AMG-Mercedes und ihr kauft auch keinen Brabus-Mercedes. Ihr setzt euch nicht drauf, schaltet die Karre ein und fahrt. Das geht nicht. Die Karren gehen kaputt. Diese Motoren sind für diese Leistung nicht ausgelegt. Punkt. Thema Getriebe. Leute, es ist nicht die Frage, wann oder ob ein Getriebe kaputt geht, sondern die Frage ist, wann es kaputt geht. Und das ist so. Ich habe diese Woche von meinen Jungs hier aus Marsweiler 2 Motoren da gehabt. Von meinen Kumpels. Die habe ich alle repariert. Beide Male verschaltet. Komplett Getriebe geschossen. Aber richtig geschossen. 6 Zähne auf der Nebenwelle weg. Und mindestens 1, 2 Zähne auf dem Gangrad weg. So, Nebenwelle, also es ist die Nebenwelle kaputt. Die Gangräder auf der Hauptwelle sind kaputt. Oder 1 bis 2 Gangräder, kommt immer drauf an. Dann malt sich dieser ganze Metallspan durch den Motor. Das heißt, das Hauptwellenlager geht kaputt. Vorne wie hinten, also sprich linke Seite wie rechte Seite. Dann hast du ganz viel Glück, dass das Lager von der Kurbelwelle auch noch Metall abkriegt. Die Kupplungsbeläge kriegen auch Metall ab. Ne? Das ganze Öl spült diesen ganzen Metallspan schön durch den Motor. So. Und es ist auch die Nebenwellenachse krumm. Vermess die, glaub mir das. Wenn das Gehäuse das packt,
Und die Malossi-Gehäuse scheinen diesen Verschalter mal mitzumachen. Ich habe jetzt zwei Malossi-Gehäuse gehabt, die waren intakt. Aber die Nebenwellen war krumm. Wie eine Banane. Die Nebenwellenachse konntest du auch mit wegschmeißen. So, sind wir bei einem Schaden von 1.500 Euro. Easy. Easy. Machen wir uns nichts vor. 1.500 Euro. Ja, Leistung kostet, heißt es so schön. Und wenn du dann dich auf der Straße auch noch benimmst wie Karl Arsch, dann nehme ich mich nicht aus. Wenn ich mit meiner Karre Knüppel und Attacke mache, reiße ich die Gänge auch durch. Ja, mich erwischt es auch. Ich habe auch kaputte Roller, keine Frage. Aber ich bin in der glücklichen Lage, ich kann mir den Kram selber reparieren. Das heißt, wenn ihr Tuning-Maßnahmen macht, entweder ihr arbeitet euch in diese Thematik ein und ihr könnt selber reparieren, damit ihr die Kosten niedrig haltet, oder ihr habt sehr viel Geld und geht jedes Mal dafür in eine Werkstatt. Und wenn ihr in eine Werkstatt geht, dann heult den Leuten nicht den Kopf voll, was der Scheiß kostet. Das ist dann einfach so. Ja? Du gehst ja auch nicht zum Zahnarzt, ja, und sagst, ich habe gerade Keramik günstig in China gekauft, ich bringe die Keramik mal mit. Kannst du machen. Der Zahnarzt wird dir wahrscheinlich sagen, da ist die Tür. Geh, mit Gott, aber geh. So. Das ist also einfach so. Ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. Und jetzt wisst ihr so ein bisschen, worauf ihr euch einlasst. Und das ist, ich merke das schon, ein kleines bisschen emotional bei mir, weil ich immer wieder und immer wieder und immer wieder angesprochen werde von vielen, vielen, vielen Leuten, die eine völlig verschobene Vorstellung haben, wie günstig und wie billig 25 bis 45 PS in der Vespa zu bauen sind. Und ich erkläre das immer und immer wieder gebetsmühlenartig, dass das eben nicht günstig ist. Und dann sind die Leute immer enttäuscht, verärgert und ja, glauben, dass man irgendwie auf jeden Fall irgendwo Rabatte um sich schmeißen kann bei den Shops. Also ihr könnt es gerne probieren, ruft die Shops an und sagt, ey, ich hätte gern 20% Rabatt. Also wenn das funktioniert, ruft mich an, dann bestelle ich demnächst bei euch. Ja, das ist leider so. Also machen wir uns da nichts vor. Vespa fahren ist richtig teuer. Egal, ob ihr Original-Vespas fahrt, auch die gehen mal kaputt. Und wenn ihr auch nur darüber nachdenkt, Geld zu investieren in Tuning-Maßnahmen, macht euch darauf gefasst, dass eure Beziehungen leiden, euer Gemeinschaftskonto den einen oder anderen harten Schlag wird hinnehmen müssen, ihr Stress mit der Frau kriegt und ihr oftmals das Problem habt, dass ihr richtig angepisst seid, weil schon wieder irgendwas kaputt geht. Sei es, dass eine Bremstrommel auf der Hauptwelle durchdreht oder dass eine Kupplung kaputt geht oder. Ist leider so. Gehört dazu. Wenn ihr auf diese Kosten keinen Bock habt, dann würde ich euch ans Herz legen, kauft euch Karnickel und züchtet Karnickel. Oder Ameisen oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall wird das wahrscheinlich billiger sein als Vespa fahren. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen mit der Illusion aufräumen, Vespa fahren ist billig, Tuning ist billig und es kostet ja alles nichts. Also ihr müsst gucken, wo ihr am Ende bleibt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, bleibt hässlich und wenn ihr rausgeht, fallt nicht in den Schnee. Tschüss.